Welcome, welcome, liebe Freunde, wir sind zurück. Wir müssen den großen Fernseher in 1.08 kaputt machen. Und letztes Mal hat das nicht ganz so gut geklappt, würde ich jetzt mal sagen, mit den Fenster zerstören. Hier die Taylors, genau. Ich wollte einmal kurz unsere Aufgaben anschauen. Wo kann ich da denn nochmal nachgucken? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal ein Fenster kaputt machen. Nicht. Jo, alles gut, alter Mann. Entspann dich. Kümmere dich um deinen Scheiß. Tschüss. Sie ist auf jeden Fall wach. Geht jetzt wieder schlafen. Also wir müssen schon irgendwie da reingehen. Ich meine, 108, wo ist denn das? Das ist da unten. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf 104. Wir gehen jetzt mal zu 108 und machen da den Fernseher kaputt. Moin, moin. Na, jemand zu Hause? Hi. Oh, das sieht aber gut aus, ne? So, hier können wir ganz easy durch. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob da jemand zu Hause ist. Ich gehe einmal kurz raus und tu so, als wäre nichts passiert. Also wir wissen, es ist jemand zu Hause. Frage ist natürlich. Ah, Servus Meister. Ich bin schon weg. Bin nur Spaziergänger, habe mich verlaufen. Meint ihr, wir können uns so ein bisschen an den anschleichen? Gehen wir es hin, an dem vorbeizuschleichen? Nee, aber der sitzt eh erstmal. Easy. Wie hat der mit dem Dietrich verschlossen? Junge, Musik, entspann dich doch. Wir sollten vielleicht warten, bis er draußen ist. Der Fernseher ist unten. Geht der noch mal raus? Aber jetzt hört er, wenn wir hier eine Tür öffnen. Nee. Oder das? Nee. Tresor, nice. Kommt der hoch? Nee. Setzt sich runter, okay. Sitzt der? Sehr ungünstig sitzt der. Okay, wir warten mal ab. Hoffentlich geht der raus. Macht denn der? Ich weiß nicht, ob wir jetzt da runter können.
Er kocht. Jetzt setzt er sich wieder hin. Er ist in der Küche. Wir müssen da vorbei. Wir müssen irgendwo runter zu dem Fernseher. Der ist da hinten. Kocht nochmal. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind. LOL, Digga. Ja, lass mich mal raus, bitte. Junge, die haben Alarmanlage. Scheiße, scheiße. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. What the fuck, Junge, die haben einfach Sicherung und alles. Entspannt euch mal. Yeah, Junge, die Actionmusik gefällt mir. Ja, die Polizei hat keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind einfach zu gut. Wer hat uns gehört, ist mir scheißegal. Ist halt ein bisschen unglücklich, dass sie da gerade so reinstürmt, ne? War halt froh, dass sie jetzt endlich mal nach der Arbeit nach Hause kommt und ja. Reparatur. Junge, sind die an mein Auto gefahren? Digga, ist die Polizei gerade an mein Auto gefahren? Das ist sehr frech. Das ist ja richtig, richtig frech. Holy shit. Die sind Wichser. Naja. So, wer ist hier noch so zu Hause? Da gerade niemand zu Hause. Na komm schon. Easy. 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 Ah doch, ganz unten ist der mal wieder. Schläft und kriegt nichts mit. Gut. Das Radio wird eingesteckt. Hoffe, der ist ganz unten. Hey Junge! Warum komme ich hier nicht weg? Da hinten kommt Polizei, gut. Wir müssen woanders hin. Da, da, dum, 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 dum. Na gut, also wir haben mal die Schallplatte aus dem Fenster geworfen. Mal gucken, ob die das mitnehmen. Wenn nicht, sammeln wir es halt wieder ein. War jetzt natürlich auch ein bisschen unglücklich, dass er sich da gerade hinten umzieht. Naja, wir sind ein Profidieb. Die finden uns trotzdem nicht, oder Freunde? Darum geht's ja. Man kann ja erwischt werden, wenn man nicht gefasst wird. So, und Polizei hat keinen blassen Schimmer, wer hier der Asoziale ist, der die ganze Gegend unsicher macht. Und ja. Ist halt natürlich auch überhaupt nicht auffällig, wenn hier einer die ganze Zeit mit schwarzen Klamotten rumläuft. Naja. So, liegt das Ding hier nach unten? Ja, easy. Hör, wie chillig. Die haben es einfach liegen lassen. Dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Dum, 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 dum. Hat sich das doch auch schon wieder gelohnt. Gucken wir mal, ob wir dann in der 108 noch was machen können nachts. Wenn wir nicht schlafen, sollte das ja grundsätzlich auch möglich sein. Wir gehen noch mal hin. Und da sind bestimmt. Hi.
Okay, die Olle sitzt da. Der ist oben. Okay, ich glaube, nachts brauche ich da gar nicht erst hingehen. Da finde ich überhaupt keinen Weg rein. Wie sieht es hier drüben aus? Könnte ich natürlich eine Kamera anbringen. Aber ich glaube, ich fahre mal schnell heim und hole mir ein paar Tipps für die 108. Ich glaube, das ist das Beste. Dass wir da gut vorbereitet sind. War natürlich aus dem kürzesten Weg raus aus der Stadt. So, sehr schön. Und zwar, ja, wir fahren mal nach Hause. Fahren wir kurz nach Hause. Ja, ist okay. War aber jetzt auch nicht das Ziel. Nochmal kurz, was wir hier so für Tipps haben. Einmal können wir hier bei Black Bay was verkaufen. Elektronik vielleicht? Nee. Nee, anderes. Irgendwas? Nee. Antiquitäten? Nee. Okay, dann schauen wir hier nochmal rein. Taylors, mögliches Versteck für Beute. Im Wohnzimmer, aha. Zwischen 11 Uhr mittags und 5 Uhr nachmittags ist nur einer. Ja, das haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Thief 321, nice. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, genug. Nee, nicht ganz genug. Wie sieht es hier aus? 8 Uhr morgens bis 11 Uhr mittags ist niemand zu Hause. So, morgens bis 11 Uhr mittags sind 3 Stunden. Vielleicht können wir da neben der Eingang. Vielleicht gehen wir mal zu 107. 8 Uhr morgens bis 11 Uhr mittags. Ja, dann lasst uns doch mal kurz zu 107 gehen, dann machen wir das heute noch. Die 107 rauben wir nochmal schnell aus. Weil da können wir uns dann ordentlich bereichern, sobald, ich meine, wenn da niemand zu Hause ist, ist es nochmal angenehmer. Und den großen Fernseher können wir ja auch wann anders kaputt machen. Da geht es natürlich dann auch erstmal um Geld verdienen. Wo ist unser Auto so langsam? Jetzt geht's so wieder. Oh. Ich wollte da auf dem Parkplatz driften, war aber ein bisschen zu früh. Naja. So, 8 Uhr morgens bis 11 Uhr war das, ne? Das heißt, genau, von 7. Da ist er noch zu Hause, 8 bis 11. Gut. Das heißt, ich schlafe mal eine Runde im Auto. Und zwar würde ich sagen, so bis um 7. Dann sind wir auch gut erholt. Ja, war ein schöner langer Schlaf. Einmal nur ein Lager dran. Und zwar den können wir hier nicht reintun. Okay. Junge, wie voll ist das denn? Habe ich die ganzen Sachen nie verkauft? Ich muss die mal rausholen, glaube ich, ne? Aber gib mir mal das. Kann ich den rüber? Ja, so ist doch entspannter. Okay. Dann das hier ist die 107, ne? Der Typ ist bis um 8 da. Müssen wir schauen, wo kommen wir denn hier rein? Das ist ein einfacher Dietrich, das ist sehr schön. Sehr entspannt. Wie sieht es hier hinten aus? Da können wir auch einfach drüber klettern. Okay, ja, da kann man easy einbrechen. Der Herr geht wahrscheinlich jetzt langsam mal zur Arbeit. Dann würde ich sagen, steigen wir erstmal durch den Garten ein. Ah, neben der Eingangstür befindet sich viel Bargeld, ne? Ja, die Taylor ist hier, ne? Ja. Da Beute. Na gut, Zeit für die Arbeit, junger Mann. Ab geht's, ich warte auf meinen Einsatz. Wieso sage ich die Nachbarn? Nee.
So, er ist, glaube ich, weg. Das hier nehmen wir schon mal das mit. Geld liegt hier auch einfach nur rum. Boah, ein Grillklau wäre auch geil, ne? Wenn wir ein bisschen Bleiche im Dings stehen. Oh, wir kommen hier gar nicht so einfach rein. Oh, einen automatischen Dietrich. Ne, hier. Ne, auch. Oder müssen die das Fenster kaputt machen? Ich hoffe halt, die haben keine Alarmanlage. So, als erstes nehmen wir uns das ganze Bargeld. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen immer auf die Uhr achten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn wir den was. Boah, ein Drucker wäre natürlich auch stark, aber den kriege ich jetzt. Aber erstmal so nicht raus. Smartphone haben wir noch. Lampe. Kaffeemaschine, Mikrowelle kriegen wir nicht mehr rein. Pfanne geht noch. Ja, ein bisschen Bargeld wird doch noch rumliegen. Oder? Geht nicht mehr. Ein Topf geht auch nicht mehr. Nein. Na, 39, bisschen Zeit ist noch. Vom Bargeld haben sie noch irgendwo ein Radio. Da haben wir noch Bargeld, sehr gut. Na? Smartphone? Nee. Gastasse auch nicht mehr. Nix geht mehr. Haben wir es ausgereizt? USB-Stick? Ja, easy. Geld, jawohl. 10 Uhr, langsam müssen wir wieder raus. Scheiße. Was wir Haus Friedensbruch. Hä? Morgen. Na, heute ist aber ein schöner Tag, Herr Nachbar. Und was haben Sie heute schon gemacht? Ich rede mit dir, Junge. So. Wir machen uns natürlich nicht auffällig, sondern fahren mal ganz in Ruhe. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich geklaut? Sehen wir gleich. Wir fahren jetzt mal kurz zu unserem Homeboy von der vom Pfandhaus. Ne? So, einmal raus aus der Stadt. Jetzt nur niemand überfahren, weil sonst das ganze Geld weg. Das wäre sehr, sehr traurig, auch wenn es natürlich Spaß machen würde. Pfandhaus. So, welcome back. So, jetzt war es aber mal ein das war sehr gut. Das war ein sehr, sehr guter Diebstahl. Wie viel Geld haben wir? Sieht man nicht. Okay. Ist nicht schlimm. Sind Level aufgestiegen. Ja, hier. Kauf einfach alles, danke. Und warte, ich habe noch was. Diesmal denke ich dran. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Die Tische behalte ich mal. So. Junge, Alter, jetzt bin ich aber ein gemachter Mann, oder? Da klingelt die Kasse. Und damit fahren wir ab nach Hause. Machen eine Pause. Und sehen uns im Saus und Brause in der nächsten Folge. Oder? Mal gucken, können wir irgendwas Tolles kaufen? Automatischer DJ. Dietrich, den brauchen wir endlich. Kletterhandschuhe, die haben wir schon. Und als nächstes kommt das Juwelierswerkzeug dran. Freunde, seid gespannt. Ja. Langsam werden wir wirklich professionell. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 10 im nächsten Mal. Haut rein.